Hallo, liebe Freunde, willkommen zu Gott auf meiner Seite. Heute mit Seite 154. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, danke, dass bei dir nicht Größe, Anzahl und Macht zählt, sondern Treue und dass selbst die kleinsten und geringsten zu besonderen Aufgaben von dir erwählt werden, so wie der Stamm Levi. Herr, wir möchten gerne dir dienen. Wir möchten gerne etwas zurückgeben von der Liebe, die du so überreich über uns. Ausgeschüttet hast. Und wir bitten dich, dass du heute durch deinen Heiligen Geist zu uns sprichst. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Wir sind in 4. Mose, Kapitel 4. Es geht um die Aufgaben der Leviten, wenn das Heiligtum abgebaut werden sollte, weil das Volk Israel weiterziehen würde. Es geht gerade um die spezifischen Aufgaben der Kahatiter. In Vers 7 lesen wir: Auch über den Schaubrotisch sollen sie das sind hier noch Aaron und Mose, ein Tuch aus blauem Purpur breiten und darauf die Schüsseln, die Kellen, die Opferschalen und die Trankopferkannen stellen, auch soll das beständige Brot darauf liegen. Und sie sollen ein Tuch von Karmesin darüber breiten und es mit einer Decke aus Sekufellen bedecken und seine Tragstangen einstecken. Sie sollen auch ein Tuch aus blauem Purpur nehmen und damit den lichtspendenden Leuchter bedecken und seine Lampen samt seinen Lichtscheren und Löschnöpfen und allen Ölgefäßen, mit denen er bedient wird. Und sie sollen alle diese Geräte in eine Decke aus Seekuhfellen einhüllen und es auf ein Traggestell legen. Und auch über den goldenen Altar sollen sie ein Tuch aus blauem Purpur breiten und ihn mit einer Decke aus Seekuhfellen bedecken und seine Tragstangen einstecken. Alle Geräte des Dienstes, mit denen man im Heiligtum dient, sollen sie nehmen und ein Tuch von blauem Purpur darüberlegen. Und sie mit einer Decke aus Seekuhfellen bedecken und auf ein Tragstell, Traggestell legen. Sie sollen auch den Altar von der Fettasche reinigen und ein Tuch aus rotem Purpur über ihn breiten. Alle seine Geräte, mit denen sie auf ihm dienen, sollen sie darauf legen. Kohlenpfannen, Gabeln, Schaufeln und Sprengbecken samt allen Geräten des Altars und sie sollen eine Decke aus Seekuhfellen darüber breiten und seine Tragstangen einstecken. Wenn nun Aaron und seine Söhne beim Aufbruch des Lagers mit dem Bedecken des Heiligtums und aller seiner Geräte fertig sind, so sollen danach die Söhne Kahats hineingehen, um es zu tragen. Sie sollen aber das Heiligtum nicht anrühren, sonst würden sie sterben. Das ist die Arbeit der Söhne Kahats an der Stiftshütte. Die Priester selbst, also Aaron und seine Söhne, sollten die ganzen Geräte, des Heiligtums verhüllen. Dann kam die Aufgabe der Kathiter, die innerhalb der Leviten immer noch die wichtigste war, nämlich diese Geräte zu tragen. Selbst wenn wir eine enorm wichtige Aufgabe haben, bedeutet das nicht, dass wir alles tun dürfen. Es gibt manche Dinge, die andere tun müssen und wo wir uns nicht einmischen sollten. Die Kathiter sollten nicht das tun, was die Priester tun konnten. Eliasar aber der Sohn Aarons soll die Aufsicht haben über das Öl für den Leuchter und über das wohlriechende Räucherwerk und über das beständige Speisopfer und das Salböl die Aufsicht über die ganze Wohnung und alles was darin ist und über das Heiligtum und seine Geräte. Und der Herr redete zu Mose und Aaron und sprach: Ihr sollt dafür sorgen, dass der Stamm des Geschlechts der kahathiter nicht ausgerottet wird unter den Leviten. Dieser Stamm hatte die entscheidende Aufgabe, nämlich für den Inhalt des Heiligtums zu sorgen und ihn zu tragen. Darum sollt ihr dies mit ihnen tun, damit sie leben und nicht sterben. Wenn sie sich dem Allerheiligsten nahen, Aaron und seine Söhne sollen hineingehen und jedem Einzelnen seine Arbeit und seine Traglast zuweisen. Jene aber sollen nicht hineingehen, um auch nur einen Augenblick das Heiligtum anzusehen, sonst würden sie sterben. Dieses besondere Privileg brachte auch eine besondere Verantwortung mit sich. Und deswegen sollten Aaron und seine Söhne und auch Mose dafür sorgen, dass die Katheter, die eine solch große und wichtige Aufgabe bekommen haben, auch besonders angeleitet werden, dass sie nicht zu weit gehen, dass sie nicht über das Maß sich hinausdehnen und beugen und dann sterben, weil sie Dinge tun würden, die nicht angemessen gewesen wären. Gerade dann, wenn wir wichtige Aufgaben haben, ist es wichtig, dass wir uns ganz besonders. An das halten, das Gott gesagt hat. Und das ist eine wichtige Lektion für mich und für jeden Einzelnen von uns, dass, wenn wir von Gott zu etwas Besonderem berufen sind, dass wir dann auch uns ganz genau an dem festhalten, was er uns sagt, was wir tun sollen und was wir auch nicht tun sollen. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Stelle die Gesamtzahl der Söhne Gersons fest, nach ihren Vaterhäusern, nach ihren Sippen. Von 30 Jahren an und darüber bis zum 50. Jahr sollte sie zählen alle diensttauglichen zur Arbeit an der Stiftshütte. Diejenigen, die Kriegsdienst tun sollten von allen anderen Stämmen, waren 20 Jahre oder älter. Die Leviten als Ganzes waren gemustert worden, selbst wenn sie schon zwei Monate alt waren. Aber für den eigentlichen Dienst kamen nur Männer zwischen 30 bis 50 in Frage. Und auch das zeigt die Besonderheit dieser Aufgabe, dass hier so eine ganz besondere, eng gefasste Zeitspanne Angegeben wird für den Dienst, den tatsächlichen Dienst im Heiligtum und am Heiligtum besser gesagt. Das soll aber der Dienst der Sippen der Gersoniter sein, worin sie dienen und was sie tragen sollen. Sie sollen die Teppiche der Wohnung tragen und die Stiftshütte, ihre Decke und die Decke aus Sekufällen, die oben darüber ist, und den Vorhang am Eingang der Stiftshütte, auch die Umhänge des Vorhofs und den Vorhang vom Eingang des Tores zum Vorhof, der rings um die Wohnung und den Altar her ist. Auch ihre Seile und ihre Dienstgeräte samt allem, womit gearbeitet wird, das sollen sie besorgen. Sie hatten sozusagen all die Textilien, die sozusagen die Gegenstände des Heiligtums umgaben. Nach dem Befehl Aarons und seiner Söhne soll der ganze Dienst der Söhne, der Gersünder geschehen, bei allem, was sie zu tragen und was sie zu verrichten haben. Sie sollen ihnen alle, ihr sollt ihnen alle ihre Aufgaben beim Tragen sorgfältig zuweisen. Mitarbeiter am Heiligtum, Mitarbeiter in der Gemeinde müssen sorgfältig eingearbeitet werden, sodass sie ihre Aufgabe auch richtig tun können. Das ist der Dienst. Der Sippen der Söhne der Gersoniter an der Stiftshütte und was sie unter der Aufsicht Itamas des Sohnes Aarons des Priesters zu besorgen haben. Lasst uns gemeinsam beten, lieber Vater im Himmel. Wir sehen am Beispiel der Leviten dass das Werk Gottes immer auch darin besteht, dass Menschen mit verschiedenen Gaben und Aufgaben zusammenarbeiten. Herr, hilf uns, dass wir auch in der Gemeinde Menschen einbinden und sie richtig einarbeiten, sie richtig einweisen, wie dein Werk zu tun ist, damit es dir wohlgefällig ist. Schenke uns dazu deinen Heiligen Geist. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen.